fernwirkender Gesang vom Stockturm aus gesungen. Am Donnerstag jeder Woche machte Mama Einkäufe in der Stadt. Meistens nahm sie mich mit. Immer nahm sie mich mit, wenn es galt, beim Sigismund Markus in der Zeughauspassage am Kohlenmarkt eine neue Trommel zu kaufen. In jener Zeit, etwa von meinem 7. bis zum 10. Lebensjahr, schaffte ich eine Trommel in glatt 14 Tagen. Vom 10. bis 14. Jahr bedurfte es keiner Woche, um ein Blech durchzuschlagen. Später sollte es mir gelingen, einerseits eine neue Trommel an einem einzigen Trommlertakt zu Schrott zu machen, andererseits bei ausgeglichenem Gemüt 3 oder 4 Monate lang achtsam und dennoch kräftig zu schlagen, ohne dass meinem Blech bis auf einige Sprünge im Lack ein Schaden anzusehen gewesen wäre. Doch hier soll die Rede von jener Zeit sein, da ich unseren Hof mit der Teppichkopfstange, mit dem nägelklopfenden alten Heiland, den suppenerfindenden Gören verließ und mit meiner Mama alle 14 Tage beim Sigismund Markus eintreten, im Sortiment seiner Kinderblechtrommel ein neues Blech aussuchen durfte. Manchmal nahm ich Mama auch mit, wenn die Trommel noch halbwegs heil war, und ich genoss diese Nachmittage in der farbigen, immer etwas musealen, ständig mit diesen oder jenen Kirchenglocken lärmenden Altstadt. Zumeist verliefen die Besuche in angenehmer Gleichmäßigkeit. Einige Einkäufe bei Leiser, Sternfeld oder Machwitz, dann wurde der Markus aufgesucht, der es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, meiner Mama aussortierte und schmeichelhafteste Artigkeiten zu sagen. Ohne Zweifel machte er ihr den Hof, ließ sich aber, so viel ich weiß, zu größeren Ovationen als die heiß ergriffene Goldeswert genannte Hand meiner Mama lautlos zu küssen, nie hinreißen, den Kniefall jenes Besuches ausgenommen, von dem hier die Rede sein soll. Mama, die von der Großmutter Koljaitschek die stattliche, füllig stramme Figur, auch liebenswerte Eitelkeit gepaart mit Gutmütigkeit mitbekommen hatte, ließ sich den Dienst des Sigismund Markus umso eher gefallen, als er sie hier und da mit spottbilligen Nähseidesortimenten im Ramschhandel erworbenen, doch tadellosen Damenstrümpfen eher beschenkte als belieferte. Ganz zu schweigen von meinen für einen lächerlichen Preis in 14-tägigen Abständen über den Ladentisch gereichten Blechtrommeln. Während jedes Besuches bat Mama den Sigismund pünktlich um 4:30 am Nachmittag, mich, den Oskar, bei ihm im Geschäft seine Obhut überlassen zu dürfen, da sie noch wichtige, eilige Besorgungen zu machen habe. Merkwürdig lächelnd verbeugte sich dann der Markus und versprach Mama mit floskelreicher Rede, mich, den Oskar, wie seinen Augapfel zu hüten, während sie ihren so wichtigen Besorgungen nachgehe. Ein ganz leichter, doch nicht verletzender Spott, der seinen Sätzen eine auffallende Betonung gab, ließ Mama gelegentlich erröten und ahnen, dass der Markus Bescheid wusste. Aber auch ich wusste um die Art der Besorgungen, die Mama wichtig nannte, denen sie allzu eifrig nachkam. Hatte ich sie doch eine Zeit lang in eine billige Pension der Tischlergasse begleiten dürfen, wo sie im Treppenhaus verschwand, um eine knappe Dreiviertelstunde wegzubleiben, während ich bei der meist Mampe schlürfenden Wirtin hinter einer mir wortlos servierten, immer gleich scheußlichen Limonade ausharren musste, bis Mama, kaum verändert wiederkam, der Wirtin, die von ihrem Halb und Halb nicht aufblickte, einen Gruß sagte, mich bei der Hand nahm und vergaß, dass die Temperatur ihrer Hand sie verriet. Heiß, Hand in Hand, suchten wir dann das Café Weizke in der Wollwebergasse auf. Mama bestellte sich einen Mokka, Oskar ein Zitroneneis und wartete, bis prompt und wie zufällig Jan Bronski vorbeikam, der sich zu uns an den Tisch setzte, sich gleichfalls einen Mokka auf die beruhigend kühle Marmorplatte stellen ließ. Sie sprachen von mir ganz ungeniert, und ihre Reden bestätigten, was sie schon lange wusste. Mama und Onkel Jan trafen sich fast jeden Donnerstag in einem auf Jans Kosten gemieteten Zimmer der Pension in der Tischlergasse, um es eine Dreiviertelstunde lang miteinander zu treiben. Wahrscheinlich war es Jan, der den Wunsch äußerte, mich nicht mehr in die Tischlergasse und anschließend ins Café Weizke mitzunehmen. Er war mitunter sehr schamhaft und schamhafter als Mama, die nichts dabei fand, wenn ich Zeuge einer ausklingenden Liebesstunde war, von deren Rechtmäßigkeit sie immer, auch hinterher, überzeugt zu sein schien. So blieb ich auf Jans Wunsch fast jeden Donnerstagnachmittag von 4:30 bis 5:45 beim Sigismund Markus,
durfte das Sortiment seiner Blechtrommeln betrachten, benutzen, durfte, wo wäre das Oskar sonst möglich gewesen, auf mehreren Trommeln gleichzeitig laut werden und dem Markus ins traurige Hundegesicht blicken. Wenn ich auch nicht wusste, wo seine Gedanken herkamen, ahnte ich, wo sie hingingen, dass sie in der Tischlergasse weilten, dort an nummerierten Zimmertüren schabten oder sie hockten gleich dem armen Lazarus unter dem Marmortischchen des Café Weizke, worauf warten, auf Krümel? Mama und Jan Boronski ließen kein Krümelchen übrig. Die aßen alles selbst auf. Die hatten den großen Appetit, der nie aufhört, der sich selbst in den Schwanz beißt. Die waren so beschäftigt, dass sie die Gedanken des Markus unter dem Tisch allenfalls für die aufdringliche Zärtlichkeit eines Luftzuges genommen hätten. An einem jener Nachmittage, es wird im September gewesen sein, denn Mama verließ den Laden des Markus im rostbraunen Herbstkomplett, trieb es mich, da ich den Markus versunken, vergraben und wohl auch verloren hinter dem Ladentisch wusste, mit meiner gerade neu erstandenen Trommel hinaus in die Zeughauspassage, den kühldunklen Tunnel, an dessen Seiten sich ausgesuchteste Geschäfte wie Juwelierläden, Feinkosthandlungen und Büchereien Schaufenster an Schaufenster reihten. Mich hielt es jedoch nicht vor den sicher preiswerten, mir dennoch unerschwinglichen Auslagen, vielmehr trieb es mich aus dem Tunnel hinaus auf den Kohlenmarkt. Mitten hinein in staubiges Licht stellte ich mich vor die Fassade des Zeughauses, deren basaltfarbenes Grau mit verschieden großen Kanonenkugeln verschiedenen Belagerungszeiten entstammend gespickt war, damit jene Eisenbuckel die Historie der Stadt jedem Passanten in Erinnerung riefen. Mir sagten die Kugeln nichts, zumal ich wusste, dass sie nicht von alleine stecken geblieben waren, dass es einen Maurer in dieser Stadt gab, den das Hochbauamt in Verbindung mit dem Amt für Denkmalschutz beschäftigte und bezahlte, damit er die Munition vergangener Jahrhunderte in den Fassaden diverser Kirchenrathäuser, so auch in der Front- wie Rückseite des Zeughauses einmauerte. Ich wollte ins Stadttheater, das zur rechten Hand nur durch eine schmale, lichtlose Gasse vom Zeughaus getrennt sein Säulenportal zeigte. Da ich das Stadttheater, wie ich es mir gedacht hatte, um diese Zeit verschlossen fand, die Abendkasse machte erst um 7 auf, trommelte ich mich unentschlossen, schon einen Rückzug erwägend, nach links, bis Oskar zwischen dem Stockturm und dem Langgasser Tor stand. Durch das Tor in die Langgasse und dann links einbiegend in die große Wollwebergasse wagte ich mich nicht, denn da saßen Mama und Jan Bronski, und wenn sie noch nicht saßen, so waren sie in der Tischlergasse vielleicht gerade fertig oder schon unterwegs zu ihrem erfrischenden Mokka am Marmortischchen. Ich weiß nicht, wie ich über die Fahrbahn des Kohlenmarktes kam, auf der ständig Straßenbahnen entweder durchs Tor wollten oder sich aus dem Tor klingelnd und in der Kurve kreischend zum Kohlenmarkt, Holzmarkt, Richtung Hauptbahnhof fanden. Vielleicht nahm mich ein Erwachsener, ein Polizist womöglich, bei der Hand und leitete mich fürsorglich durch die Gefahren des Verkehrs. Ich stand vor dem steil gegen den Himmel gestützten Backstein des Stockturms und klemmte, eigentlich nur zufällig, aus aufkommender Langeweile meine Trommelstöcke zwischen das Mauerwerk und den eisenbeschlagenen Anschlag der Turmtür. Sobald ich den Blick am Backstein hochschickte, war es schwierig, ihn an der Fassade entlanglaufen zu lassen, weil sie ständig Tauben aus Mauernischen und Turmfenstern abstießen, um gleich darauf auf Wasserspeiern und Erkern für kurze, taubenbemessene Zeit zu ruhen, dann wieder abfallend vom Gemäuer meinen Blick mitzureißen. Mich ärgerte das Geschäft der Tauben. Mein Blick war mir zu schade. Ich nahm ihn zurück und benutzte ernsthaft, auch um meinen Ärger loszuwerden, beide Trommelstöcke als Hebel. Die Tür gab nach und Oskar war, ehe er sie ganz aufgestoßen hatte, schon drinnen im Turm, schon auf der Wendeltreppe, stieg schon, immer das rechte Bein vorsetzend, das linke nachziehend, erreichte die ersten vergitterten Verließe, schraubte sich höher, ließ die Folterkammer mit ihren sorgfältig gepflegten und unterweisend beschrifteten Instrumenten hinter sich, warf beim weiteren Aufstieg, er setzte jetzt das linke Bein vor, zog das rechte nach, einen Blick durch ein schmal vergittertes Fenster, schätzte die Höhe ab, begriff die Dicke des Mauerwerkes, scheuchte Tauben auf, traf dieselben Tauben eine Drehung der Wendeltreppe höher wieder an, setzte abermals rechts vor, um links nachzuziehen, und als Oskar nach weiterem Wechsel der Beine oben war, hätte er noch lange so weitersteigen mögen,
obgleich ihm das rechte wie linke Bein schwer waren. Aber die Treppe hatte es vorzeitig aufgegeben. Er erfasste den Unsinn und die Ohnmacht des Turmbaues. Ich weiß nicht, wie hoch der Stockturm war und noch ist, denn er überdauerte den Krieg. Auch habe ich keine Lust, meinen Pfleger Bruno um ein Nachschlagewerk über ostdeutsche Backsteingotik zu bitten. Ich schätze, er wird bis zur Turmspitze gut und gerne seine 45 Meter gehabt haben. Ich, und das lag an der zu schnell ermüdenden Wendeltreppe, hatte auf einer Galerie Halt machen müssen, die den Turmhelm umlief. Ich setzte mich, schob die Beine zwischen die Säulchen der Balustrade, beugte mich vor und blickte an einer Säule, die ich mit dem rechten Arm umklammert hielt, vorbei und hinunter auf den Kohlenmarkt, während ich mich links meiner Trommel vergewisserte, die den ganzen Aufstieg mitgemacht hatte. Ich will sie nicht mit der Beschreibung eines vieltürmigen, mit Glocken läutenden, altehrwürdigen, angeblich noch immer vom Atem des Mittelalters durchwehten, auf 1000 guten Stichen abgebildeten Panoramas mit der Vogelschau der Stadt Danzig langweilen. Gleichfalls lasse ich mich nicht auf die Tauben ein, auch wenn es 10-mal heißt, über Tauben könne man gut schreiben. Mir sagt eine Taube so gut wie gar nichts, eine Möwe schon etwas mehr. Der Ausdruck Friedenstaube will mir nur als Paradox stimmen. Eher würde ich einem Habicht oder gar Aasgeier eine Friedensbotschaft anvertrauen als der Taube, der streitsüchtigsten Mieterin unter dem Himmel. Kurz und gut, auf dem Stockturm gab es Tauben, aber Tauben gibt es schließlich auf jedem anständigen Turm, der mit Hilfe seiner ihm zustehenden Denkmalpfleger auf sich hält. Auf etwas ganz anderes hatte es mein Blick abgesehen, auf das Gebäude des Stadttheaters, das ich aus der Zeughauspassage kommend verschlossen gefunden hatte. Der Kasten zeigte mit seiner Kuppel eine verteufelte Ähnlichkeit mit einer unvernünftig vergrößerten klassizistischen Kaffeemühle, wenn ihm auch am Kuppelknopf jener Schwengel fehlte, der nötig gewesen wäre, in einem allabendlich vollbesetzten Musen- und Bildungstümpel ein fünfaktiges Drama samt Mimen, Kulissen, Souffleuse, Requisiten und allen Vorhängen zu schaurigem Schrot zu malen. Mich ärgerte dieser Bau, von dessen säulenflankierten Foyerfenstern eine absackende und immer mehr rot auftragende Nachmittagssonne nicht lassen wollte. Zu jener Stunde etwa 30 Meter über dem Kohlenmarkt, über Straßenbahnen und Büroschluss feiernden Angestellten, hoch über dem süß riechenden Ramschladen des Markus, über dem kühlen Marmortischchen des Café Weizke, zwei Tassen Mokka, Mama und Jan Bronski überragend, wurde ich, der ich bislang nur aus zwingenden Gründen geschrien hatte, zu einem Schreier ohne Grund und Zwang. Hatte ich bis zur Besteigung des Stockturmes meine dringlichen Töne nur dann ins Gefüge eines Glases, ins Innere der Glühbirnen, in eine abgestandene Bierflasche geschickt, wenn man mir meine Trommel nehmen wollte, schrie ich vom Turm herab, ohne dass meine Trommel im Spiel war. Niemand wollte Oskar die Trommel nehmen, trotzdem schrie er. Nicht etwa, dass ihm eine Taube ihren Dreck auf die Trommel geworfen hätte, um ihm einen Schrei abzukaufen. In der Nähe gab es zwar Grünspann auf Kupferplatten, aber kein Glas. Oskar schrie trotzdem. Die Tauben hatten rötlich-blanke Augen, aber kein Glasauge äugte ihn an. Dennoch schrie er. Wohin schrie er? Welche Distanz lockte ihn? Sollte, was auf dem Dachboden nach dem Genuss der Ziegelmehlsuppe planlos über Höfe hinweg versucht wurde, hier zielstrebig demonstriert werden? Welches Glas meinte Oskar? Mit welchem Glas? Und es kam ja nur Glas in Frage, wollte Oskar Experimente anstellen. Es war das Theater der Stadt, die dramatische Kaffeemühle, die meine Neuartigen erstmals auf unserem Dachboden ausprobierten, ich möchte sagen, ans Manierierte grenzenden Töne in ihre Abendsonnenfensterscheiben lockte. Nach wenigen Minuten verschieden geladenen Geschreis, das jedoch nichts ausrichtete, gelang mir ein nahezu lautloser Ton, und mit Freude und verräterischem Stolz durfte Oskar sich melden, zwei mittlere Scheiben im linken Foyerfenster hatten den Abendsonnenschein aufgeben müssen, lasen sich als zwei schwarze, schleunigst neu zu verglasende Vierecke ab. Es galt, den Erfolg zu bestätigen. Gleich einem modernen Kunstmaler produzierte ich mich,
der seinen einmal gefundenen, seit Jahren gesuchten Stil zeitigt, indem er eine ganze Serie gleich großartiger, gleich kühner, gleichwertiger, oftmals gleichformatiger Fingerübungen seiner Manier der verblüfften Welt schenkt. Es gelang mir innerhalb einer knappen Viertelstunde, alle Fenster des Foyers und einen Teil der Türen zu entglasen. Vor dem Theater sammelte sich eine, wie es von oben aussah, aufgeregte Menschenmenge. Es gibt immer Schaulustige. Mich beeindruckten die Bewunderer meiner Kunst nicht besonders. Allenfalls veranlassten sie Oskar noch strenger, noch formaler zu arbeiten. Gerade wollte ich mich anschicken, mit einem noch kühneren Experiment das Innere aller Dinge freizulegen, nämlich durchs offene Foyer hindurch, durchs Schlüsselloch einer Logentür, in den noch dunklen Theaterraum hinein einen speziellen Schrei schicken, der den Stolz aller Abonnenten, den Kronleuchter des Theaters, mit all seinem geschliffenen, spiegelnden, lichtbrechend facettierten Klimborium treffen sollte, da erblickte ich einen rostbraunen Stoff in der Menge vor dem Theater. Mama hatte vom Café Weizke zurückgefunden, hatte den Mokka genossen, Jan Bronski verlassen. Es sei aber zugegeben, dass Oskar dennoch einen Schrei auf den Protzlüster losschickte. Er schien jedoch keinen Erfolg gehabt zu haben, denn die Zeitungen berichteten am nächsten Tage nur von den aus rätselhaften Gründen zersprungenen Foyer- und Türscheiben. Halbwissenschaftliche und auch wissenschaftliche Untersuchungen im feuilletonistischen Teil der Tagespresse breiteten noch wochenlang spaltenreichen, fantastischen Unsinn aus. Die neuesten Nachrichten wussten von kosmischen Strahlen zu erzählen. Leute von der Sternwarte, also hochqualifizierte Geistesarbeiter, sprachen von Sonnenflecken. Ich fand damals, so schnell es meine kurzen Beine erlaubten, die Wendeltreppe des Stockturmes hinunter und erreichte einigermaßen atemlos die Menge vor dem Theaterportal. Mamas rostbraunes Herbstkomplett leuchtete nicht mehr. Sie musste im Laden des Markus sein, berichtete vielleicht über Schäden, die meine Stimme verursacht haben musste. Und der Markus, der meinen sogenannten zurückgebliebenen Zustand, auch meine diamantene Stimme, wie das natürlichste Geschehen hinnahm, würde mit der Zungenspitze wedeln, so dachte Oskar, und die weißgelblichen Hände reiben. Im Ladeneingang bot sich mir ein Bild, das sofort alle Erfolge des scheibenvernichtenden Ferngesanges vergessen ließ. Sigismund Markus kniete vor meiner Mama, und all die Stofftiere, Bären, Affen, Hunde, sogar Puppen mit Klappaugen, desgleichen Feuerwehrautos, Schaukelpferde, auch alle seinen Laden hütenden Hampelmänner, schienen mit ihm aufs Knie fallen zu wollen. Er aber hielt mit zwei Händen Mamas beide Hände verdeckt, zeigte hellbeflaumte, bräunliche Flecken auf den Handrücken und weinte. Auch Mama blickte ernst in der Situation entsprechend beteiligt. »Nicht, Markus«, sagte sie, »bitte nicht hier im Laden.« Doch Markus fand kein Ende und seine Rede hatte einen mir unvergesslichen, beschwörenden und zugleich übertriebenen Tonfall. »Machen Sie das nicht, Madame Bronski, wo doch bei der Post ist, die polnisch ist, und das nicht gut geht, sag ich, weil er es mit der Polen. Setzen Sie nicht auf der Polen, setzen Sie, wenn Sie setzen wollen, auf der Deutschen, weil Sie hochkommen, wenn nicht heit, dann morgen. Und sind Sie nicht schon wieder ein bisschen hoch und machen sich? Und der Frau Agnes setzt immer noch auf den Bronski? Wenn sie doch wird setzen auf den Mazerat, den sie hat, wenn schon. Und wenn sie möchten, setzen gefälligst auf den Markus und kommen sie mit dem Markus, wo er getauft ist, seit neulich. Gehen wir nach London, Frau Agnes, wo ich Leid habe, Rieben und Papiere genug. Wenn sie nur wollten, kommen, oder wollen sie nicht mit dem Markus, weil sie ihn verachten, nun dann verachten sie ihn, aber er bittet ihnen von Herzen, wenn sie doch nur nicht mehr setzen wollten auf den mischugenen Bronski, der bei der polnischen Post bleibt, wo doch bald fertig ist mit der Polen, wenn sie kommen, die Deutschen. Gerade als auch Mama von so vielen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten verwirrt zu Tränen kommen wollte, erblickte mich Markus in der Ladentür und wies, Mamas eine Hand freilassend, mit fünf sprechenden Fingern auf mich. »Na, bitteschön, den werden wir auch mitnehmen nach London. Wie Prinzchen soll er es haben, wie Prinzchen!« Nun blickte mich auch Mama an und kam zu einigem Lächeln. Vielleicht dachte sie an die scheibenlosen Foyerfenster des Stadttheaters, oder die in Aussicht gestellte Metropole London, stimmte sie heiter. Zu meiner Überraschung schüttelte sie dennoch den Kopf und sagte leichthin, als würde sie einen Tanz ausschlagen, »Ich danke Ihnen, Markus, aber es geht nicht, wirklich nicht, wegen Bronski.« Des Onkels Namen wie ein Stichwort wertend, erhob sich Markus zugleich, klappmesserte eine Verbeugung und ließ hören, »Verzeihen Sie mir, Markus,
hätte er sich doch gleich gedacht, dass es wegen dem nicht möchte sein. Als wir den Laden in der Zeughauspassage verließen, schloss der Händler, obgleich noch nicht Geschäftsschluss war, von außen ab und begleitete uns zur Haltestelle der Linie 5. Vor der Fassade des Stadttheaters standen noch immer Passanten und einige Polizisten. Ich fürchtete mich aber nicht und hatte meine Erfolge dem Glas gegenüber kaum noch gegenwärtig. Markus beugte sich zu mir, flüsterte mehr zu sich als zu uns, was er nicht alles kann, der Oskar. Die Trommel schlägt er und macht Skandal vom Theater. Mamas angesichts der Scherben aufkommende Unsicherheit beschwichtigte er mit Handbewegungen, und als die Bahn kam und wir in den Anhänger einstiegen, beschwor er noch einmal leise, eventuelle Zuhörer fürchtend: "No, dann bleiben Sie gefälligst bei dem Mazerat, den Sie haben, und setzen Sie nicht mehr auf Polen." Wenn Oskar heute in seinem Metallbett liegend oder sitzend, in jeder Lage aber trommelnd die Zeughauspassage, die Kritzeleien auf den Kerkerwänden des Stockturmes, den Stockturm selber und seine geölten Folterinstrumente, die drei Foyerfenster des Stadttheaters hinter den Säulen und wieder die Zeughauspassage und den Laden des Sigismund Markus aufsucht, um Einzelheiten eines Septembertages nachzeichnen zu können, muss er auch gleichzeitig das Land der Polen suchen. Sucht es womit? Er sucht es mit seinen Trommelstöcken. Sucht er das Land der Polen auch mit seiner Seele? Mit allen Organen sucht er, aber die Seele ist kein Organ. Und ich suche das Land der Polen, das verloren ist, das noch nicht verloren ist. Andere sagen bald verloren, schon verloren, wieder verloren. Hierzulande sucht man das Land der Polen neuerdings mit Krediten, mit der Leica, mit dem Kompass, mit Radar, Wünschelrouten und Delegierten, mit Humanismus, Oppositionsführern und Trachten einmottenden Landsmannschaften. Während man hierzulande das Land der Polen mit der Seele sucht, halb mit Chopin, halb mit Revanche im Herzen, während sie hier die erste bis zur vierten Teilung verwerfen und die fünfte Teilung Polens schon planen, während sie mit Air France nach Warschau fliegen und an jener Stelle bedauernd ein Kränzchen hinterlegen, wo einst das Ghetto stand, während man von hier aus das Land der Polen mit Raketen suchen wird, suche ich Polen auf meiner Trommel und trommle verloren, noch nicht verloren, schon wieder verloren, an wen verloren, bald verloren, bereits verloren, Polen verloren, alles verloren, noch ist Polen nicht verloren.